Freitagabend, Feierabend, Wochenende vor der Tür. Deine steht ganz sicher fest. Heute Abend trink ich Bier, nicht so viel, dass ich nicht mehr weiß. Nur so, dass es mir gut geht. Mann, was bin ich froh, dass mir eine Flasche mir so gut steht. Motiviert mach ich mich auf zum Supermarkt meines Vertrauens. Kauf ein Stückchen Paradies, am schönen Niederrhein gebraut. Sixpack in den Rucksack rein, zu Freunden auf den Weg gemacht. Bier getrunken, viel gelacht, einfach eine schöne Zeit verbracht. Dann wird es Zeit, ich mach mich auf, zieh mir meine Jacke an. Ein Freund steht auf und fragt mich, ob er mich ein Stück begleiten kann. Dann nimmt alles seinen Lauf, es kommt, wie es kommen muss. Wir sehen die Kneipe ab noch auf und haben plötzlich wieder Lust. Er sagt, was hältst du von dem Stamm? Ich sag, oh ja, gute Idee. Das nächste Bild in meinem Kopf zeigt, wie ich auf der Theke stehe. Samstagmorgen wach ich auf, es dreht sich im Magen. Ich schau mich um und stelle mir die altbekannten Fragen. Wie kam ich hier hin? Macht doch alles keinen Sinn. Habe ich doch so viel getrunken, bin ich doch im Schnaps versunken. Wie kam ich hier hin und warum tut mein Kopf so weh? Und warum diese Scham, wenn ich in den Spiegel sehe? Ich lieg im Busch vom Supermarkt, die Autofahrer starren mich an. Das erste, was ich feststelle, ist, dass ich mich nicht erinnern kann. Ohne Pulli, ohne Schlüssel, wo ist meine Tasche? Und warte mal, war da nicht noch eine Jägermeisterflasche? Auf der Suche nach den Spuren dieser einen letzten Nacht. Verdammt nochmal, wo hab ich denn seit Mitternacht die Zeit verbracht? Dann fällt es mir wieder ein, im Park muss es gewesen sein. Leichenblass sammel ich dort, Pulli, Schlüssel, Tasche ein. Endlich auf ins eigene Bett, denn nachher ist ja Stadtfest. 3 Stunden später halte ich eine Flasche in der Hand fest. Den davon, den kenne ich doch, war doch gestern seine Feier. Ein Jahr hinter wieder saufen, halt die alte Leier. 2 große Augen schauen mich an, Gesicht blass wie eine Leiche. Nosferatu ist persönlich, steht an meiner Seite. Ich halte ihm meinen Fusel hin, er sieht nicht begeistert aus. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich bin, er will gleich wieder nach Haus. Wie kam ich hier hin? Macht doch alles keinen Sinn. Habe ich doch so viel getrunken, bin ich doch im Schnaps versunken. Wie kam ich hier hin und warum tut mein Kopf so weh? Und warum diese Scham, wenn ich in den Spiegel seh? Diese und noch mehr Geschichten lassen sich stets gut erzählen. Danach stellt sich stets die Frage, warum ich Geist und Körper quäl. Ab jetzt lass ich das Saufen sein. Jetzt kommt die Wende, pack mir die Scheiße nicht mehr ein und mach schon wieder Wochenende.